Stretching Qigong, Montag. Gut, wir stehen schulterbreit. So, Füße sind einigermaßen parallel und wir beginnen mit dem leichten Abklopfen des Bauches. Handgelenke schön locker, Daumen locker. Auch hier gehen wir gleich in diese wichtige Voraussetzung, damit Energie fließt. Handgelenke. Okay. So, wir gehen seitlich jetzt runter, klopfen jetzt Kleinblasenmeridian ab. Nach innen hochklopfen, das tut der Leber gut. Vorne runterklopfen, Magenmeridian. Innen hochklopfen, Milz. Und hinten. Massieren schön und Hände wenden. Geht's los, hinten klatschen. Blasenmeridian innen, Nieren. Gut, wir bleiben jetzt oben und denken nach. Wir haben noch zwei Extremitäten. Rechter Arm, die schauen in die offene Hand, legen die Hand auf die Schulter und klopfen jetzt innen runter. Jede Position ist sehr angenehm. Wir klatschen uns Applaus, Daumen hoch, untere Hand wenden, außen von den Zehen, Fingerspitzen, klopfen. Hier oben ist wechselnd die Seite. Wir gehen jetzt in den linken Arm innen rein. Wenden, außen hoch. Schön entspannt ist der Arm. So, und jetzt klopfen wir mit Fingerkuppen leicht die Brust ab. Spüren dabei den Atem. Und gehen mittig runter mit allen 10 Fingerkuppen. Bis die Schulter sich ganz natürlich locker anfühlen. Wir klopfen noch ein bisschen Leistengegend hier ab. Unter Bauch. Gut. Und locker lassen, nachspüren. So, das ist unser Schema für heute. Für jedes Mal, wenn wir Stretching Qigong praktizieren. Etwas tun und dann loslassen und nachspüren. Ach, wunderschön kribbelt der Körper. Da passt die erste einfache Bewegung. Schulter sind locker und entspannt. Unterarme hängen runter. Drehende Bewegung zur Seite. Bringende Bewegung. Rücken spüren. Und wieder nach vorne. Entspannung. Und Arme komplett locker lassen. Das gibt noch Ressourcen. Wir können noch lockerer stehen. Spüren. Gut. Noch einmal. Schulter locker und entspannt. Unterarme hängen, baumeln. Andere Richtung. Bringende Bewegung des Rückens, genug. Und wieder nach vorne. Hier lassen wir Arme richtig sinken und spüren nach. Und ähnliche Bewegung, nur Arme sind jetzt seitlich ausgebreitet, Schulter entspannt. Wir legen die Arme auf die Wasserfläche ab, locker schwebend. Genauso, zur Seite drehen. Das ist die Spannung jetzt. Hier und da spüren wir nach vorne. Entspannung und komplette Entspannung, Arme locker hängen lassen, nachspüren. Noch einmal schweben, Hände zeigen zur Erde in die andere Richtung. Spürt man den hinteren Arm und nach vorne wieder. Da kommt die Entspannung in den Arm, locker lassen, hängen lassen die Arme. Warten, bis die Durchblutung bis in die Fingerkuppen jetzt kommt. Wiederholen wir mal noch einmal links und rechts. Selbstständig jetzt. Unser Timing wird von unserem Fühlen bestimmt. Fühle ich, wie ich schwebe? Okay, dann drehen. Hinteren Arm spüren, Dehnung spüren und wieder nach vorne.
Entspannung spüren und komplette Entspannung. Wartet, bis die Durchblutung richtig durch die Arme nach unten fließt. Gut, sehr gut. Beine vertreten, locker bleiben. Locker und konzentriert. Und damit der Körper wieder ganz aktiv sein kann. Und trotzdem Ruhe bewahren. Gut, jetzt kommen wir zu einer komplexen Übung. Für diejenigen, die das erste Mal sehen, es wird so eine merkwürdige, aber sehr gesunde Bewegung der Arme stattfinden. Erstmal so dehnen, locker lassen, dann Finger nach vorne, öffnen, spreizen und dann kommt es zur zweiten Dehnung. Okay? Locker lassen. Ich stehe ein bisschen im Halbprofil, dass man das alles gut sehen kann. Ich stehe auf einem Bein, das andere ist vorne auf der Zehenspitze. So. Geht's los. Arme nach vorne. Erste Bewegung, wir sinken zur Erde und kommen wieder hoch. Arme schweben ganz locker. Geht's los. Zur Erde hin, Arme hängen locker, an die Füße führen beide Hände und beim Aufsteigen kommen die Arme mit hoch. Ein bisschen später nach, wir schieben sie wieder nach vorne. Achtet darauf, dass Gewicht auf dem hinteren Bein ist. Okay? Gut, Handposition Nummer 1, Yin. Wir schauen nach unten. Und Handgelenke nach vorne, strecken bis in den Rücken. Gut, Kopf bleibt nach unten, Hände schweben frei locker über den Boden. Finger nach vorne, öffnen, spreizen, strecken. Und gleich locker lassen. Wir sinken zur Erde. Entspannende Bewegung von der Erde wieder mit Beinen hoch, bis der Kopf oben ist, die Hände kommen mit. Und wieder nach vorne schieben. Wiederholung. Noch einmal, Finger zum Körper, Handgelenke nach vorne schieben. So, strecken, Hände flach über den Boden. Nach vorne, Finger öffnen, strecken und wieder locker lassen. Arme und Hände sinken runter, Erde, Füße, Beine. Wir kommen langsam hoch. Und wenn der Kopf oben ist, gehen wir mit beiden Händen seitlich an die Hüften. Ellenbogen sind weit zurück, Brust ist geöffnet. Fuß nebeneinander stellen, Füße. Und jetzt drücken wir noch eine angenehme Welle. Runter, Finger nach vorne. Hände locker lassen. Und jetzt Erde, Himmel, Mensch. Wenden, sammeln, wie ein Dach schließen und vor dem Körper fließen lassen. Und noch selbstständig. Mit jedem Mal, wenn wir Erde, Himmel, Mensch machen, geben wir uns selbst ein Zeugnis ab, wie schön die Energie durch den Scheitelpunkt in den Körper fließt. Irgendwo ist eine Blockade, richtig schön durchgespült, wie eine Dusche. Und locker stehen. Ihr könnt auch Beine ein bisschen vertreten. Vielleicht gibt es dieselbe Übung vom anderen Bein aus. Wir belasten erstmal eine Seite und dann die andere. Ja, kein Mensch ist symmetrisch. Es wird gut mal beides nacheinander zu strecken und zu recken. Okay, ich stehe jetzt auf der Seite. Dieser andere Fuß ist auf der Zehenspitze leicht vorne. Gewicht ist auf dem hinteren Bein. Und ganz locker. Wir sinken zur Erde und kommen wieder hoch. So, Rücken mitgestreckt, Arme schön locker. Und beim Hochkommen streifen lockere Arme nah am Körper. Wir holen sie aus dieser Masse raus, wieder nach vorne schieben. Jetzt Handgelenke anwinkeln, nach unten schauen und Handgelenke nach vorne strecken, hin, locker lassen, Hände schweben über den Boden. Finger nach vorne öffnen, spreizen, strecken, yang. Und wieder lockere Hände, sinken zur Erde, an die Füße, durch die Beine hoch. Und wir kommen nach oben, schaut mal, jetzt gehen wir seitlich an die Hüften. Ellenbogen zurück, Fuß kommt jetzt nebenan und wir drücken jetzt eine Welle, angenehme Spannung, lösen die Spannung und Arme fliegen wie von selbst, Erde, wenden Himmel, sammeln und in den Körper fließen lassen. Selbstständig noch zweimal.
Körper ist ganz entspannt. Je entspannter der Körper, desto besser der Energiefluss. Gut. Wer gleich fertig ist, steht in Wuxi-Haltung und spürt nach. Ja, wir haben jetzt eine der kompliziertesten Bewegungen am Anfang gemacht. Jetzt wird es ein bisschen leichter. Wir gehen wieder auf die Stühle spazieren. Da wir uns schon sehr gut gestreckt haben, fällt die nächste Übung uns viel leichter. So, übrigens, wer nicht gut auf einem Bein stehen oder praktisch auf eine Hüfte, ihr könnt ruhig auf beiden Füßen einfach so stehen. Sogar im Sitzen lässt sich gut üben. Okay, ich stehe wieder auf diesem Bein. Diesmal ist die Zehenspitze ganz nah bei mir. Nicht nach vorne strecken, einfach zur Stütze. Okay. Wenn ich auf der Seite stehe, nehme ich auch die Hand so vor die Brust. Andere Hand davor, Handgelenke kreuzen sich und wir strecken jetzt beides nach oben. Da spürt man das, Bauch, Flanken, tolles Gefühl, Wirbelsäule. So, wir werden jetzt einige Male uns nach vorne dehnen und nach unten und wieder hochkommen. Dabei halten wir beim Hochkommen die Hände nah an der Brust. Gleich erkläre ich das beim Tun noch einmal. Nach vorne, nach unten, Finger berühren fast die Erde. Im gebeugten Zustand Hände an die Brust hochziehen, Fingerspitzen zum Kinn richten. Und wieder hochkommen. So kommen wir an. Wiederholung. Noch einmal. Schön strecken. Nach vorne, nach unten. Hände zur Brust hochziehen, Fingerspitzen zum Kinn. Hochkommen. Ein drittes Mal. Jetzt läuft es wie von selbst. Nach vorne, nach unten. Hände wieder zur Brust, Fingerspitze nach oben. Noch einmal hochziehen, nach vorne, nach unten, Hände zur Brust und langsam wieder sich aufrichten. So, das Blut fließt vom Kopf wieder runter, dehnende Bewegung nach oben regelt auch den dreifachen Erwärmer sehr gut. Nach vorne, nach unten, Dehnung. Zur Brust hochkommen. Viermal. Okay. So, noch einmal und dann gibt es eine kleine Veränderung. Nach oben, nach vorne, nach unten, zur Brust. Und wir bleiben leicht gebeugt stehen. Beide Hände parallel zur Erde nach vorne schieben, strecken. Wieder zur Brust, Entspannung. Fingerspitzen zur Erde, Erde berühren, wenn es geht. Strecken. Hände wieder zur Brust und wir kommen absolut jetzt wieder hoch. Freuen uns, wir haben es geschafft. Beide Füße auf den Boden. Zweite Entspannung. Jetzt fließt die Kraft aus einem Bein in das andere und das tut verdammt gut. Okay, Handgelenke, schaut mal, überkreuzen und so hinlegen, dass beide Hände nach oben zeigen. Wir schieben Hände auseinander, Hände seitlich wenden, runterdrücken, die Bewegung kennen wir schon. Locker lassen und zweimal Energie senken. Jetzt ist alles komplett entspannt, schön gedehnt, gestreckt. Gut. Frisches Qi des Morgens sammeln, tanken. Gut geerdet stehen und den Himmel zum Körper nachbringen, nachspüren. Gut, lasst uns mal ein bisschen Beine vertreten. Wir machen gleich dieselbe Übung vom anderen Bein aus und bereiten uns darauf vor, sprechen mit uns ganz lieb, dass wir es schaffen. Gut. So, auf welchem Bein haben wir noch nicht gestanden? Ich nehme mal dies hier, Zehenspitzen hier nebenan. Und weil ich hier stehe, nehme ich auch diesen Arm erstmal so vor die Brust. Das andere auch da. Noch einmal strecken. Der Körper gibt schon nach, der kennt schon die Bewegung. Nach vorne, nach unten, Hände zur Brust hochziehen, Fingerspitzen zum Kinn. Noch einmal strecken, nach vorne, nach unten, beide Hände zur Brust, Fingerspitzen zum Kinn. Macht das in eurer Langsamkeit oder Geschwindigkeit, in eurem eigenen Tempo.
Weitermachen, weitermachen. Wir machen jetzt noch einmal und dann kommt diese Veränderung, noch Zugabe. Erst nach vorne, nach unten. Hände zur Brust hochziehen. So, Kopf ein bisschen heben und Arme parallel zur Erde nach vorne schieben. Wieder entspannt zurück zur Brust. Fingerspitzen zur Erde sinken, fast die Erde berühren. Und wieder an die Brust die Hände, Fingerspitzen zum Kinn, wir kommen hoch. Und freuen uns, wir haben es geschafft. Füße auf den Boden. So, Handgelenke überkreuzen. So hinlegen, dass Handteller nach oben zeigen. Und wir schieben jetzt Hände auseinander, drücken seitlich eine Welle und lassen die Arme los, Hände zeigen zum Körper. Zweimal Energie senken. Erde, Himmel, Mensch. Schön sanft werden. Genuss pur. Wenig tun und alles bekommen. Wer gleich unten ankommt, bleibt in der Uchi-Position. Hände zeigen zu den Hüften. Locker stehen, nachspüren. Gut. Und wenn Energie zu viel kommt jetzt, ja, dann lockern wir uns, gehen ein bisschen spazieren, verteilen das Ganze. Der Körper wird es uns danken. Gut. So, und jetzt kommen wir zur Übung in den Himmel stechen und Wolken stemmen. So, wir gehen jetzt erstmal auf die Zehenspitzen, um zu prüfen, ob Sie jetzt gut mitmachen oder bereiten Füße auf diese Bewegung vor. Okay. Okay. Wir bleiben jetzt unten und stehen ganz locker im Tragen und Umfassen. Die Finger zeigen unten zueinander, Schulter sind locker. So, das ist nicht das, sondern das ist richtig locker stehen. Okay. Wir beobachten den Atem und beim nächsten Einatmen gehen wir mit beiden Händen einatmen zur Brust. Ausatmen, Ellenbogen senken, normal weiteratmen. Hier zeigen die Fingerspitzen nach oben und da strecken wir die Arme auch jetzt hin aus. Okay, so, das ist die Ausgangsposition. Wir werden gleich gleichzeitig auf die Zehenspitzen gehen und nach oben stechen. Geht's los. Hochziehen, strecken und wieder locker werden. Weiche Finger, weiche Schulter, alles locker. Noch einmal auf die Zehenspitzen los, mit Fingerspitzen in den Himmel stechen und wieder locker werden, sinken, stabil stehen, lockere Schulter. Noch einmal, drittes Mal, hoch die Hände, sehr gut. Jetzt aufgepasst, erstmal auf die Füße kommen, jetzt Ellenbogen zusammen, Hände wenden sich zum Gesicht und sinken vorne, bis wir unsere Hände nah an der Brust oder am Hals haben, Hände nach außen, schön dehnen und wieder locker zusammenkommen. Lockere Hände, lockere Energie. Ja? Ihr könnt Stein halten, sondern weichen Schal aus Seide, schön locker. Gut, wir haben jetzt mit Yang gearbeitet, Finger stachen praktisch nach oben. Jetzt ist Yin dran. Na, erinnern wir uns, Yang-Meridiane laufen hier und die Yin hier. Also jetzt passiert etwas hier an den Seiten. Geht's los. Nach oben. So, die Hände öffnen. Jetzt spüren wir die Spannung innen am Arm. Hochziehen. Und wieder sanft runter. So, noch ein Wölkchen. Hochstemmen. Damit eine richtige Bewegung im Himmel stattfindet. Sinken. Spürt man, wie schön sich der Körper dabei dehnt. Sehr gut. Gut. Und wieder voll auf die Füße. Ellenbogen zusammen. Vorne sinken, Frische mit zur Brust bringen, vom Himmel, Hände nach außen wenden und die Mitte der Brust wird jetzt schön geschoben, gezogen. Einmal ziehen und locker zusammen, wie ein weicher Schal, richtig schön locker stehen. Gut, wir haben jetzt Yang und Yin mit euch geübt, jetzt gehen wir mit dem Ganzen über den Kopf und sinken vorne, Hände bestrahlen diesmal den Körper. Und einmal Energie senken, Erde, Himmel, Mensch. Diesmal zeigen die Hände zur Erde.
Habt ihr den Unterschied schon gemerkt? Ja. Okay. So, wir bleiben jetzt locker in dieser Position stehen, spüren nach. Diese Übung ist symmetrisch mit beiden Händen, deswegen müssen wir nicht links und rechts machen. Wir gehen dafür aber jetzt gründlich mal schön spazieren. So, Körper bewegen, alles machen, was euch jetzt gut tut. Denn jetzt kommt noch eine sehr interessante Übung hinterher. Gut. So, noch einmal. Stabiler Stand, beide Füße auf dem Boden. Die halten einen Ball. So sieht es aus. So, okay. Lockere Schulter, lockere Daumen. Wir heben jetzt diesen Ball wieder über den Kopf. Aber wir steigen nicht nach oben, sondern wir werden uns jetzt nach vorne bewegen ein bisschen. Und wieder hochkommen. Nach hinten. Nach oben. Nach vorne sich lehnen. Wir spüren hier und da eine Spannung. Nach oben ist die Entspannung. Nach hinten sich beugen. Leichte Spannung im Körper. Nach oben ist die Befreiung. Entspannung. Und so gehen wir vor. Schritt für Schritt. Immer schön an die Mitte oben denken. Die bringt uns immer Erholung. Arme bewegen sich schön frei wie Zweige eines Baumes. Diese Übung erinnert uns an Bewegung eines Baumes im Wind. Der Baum ist gut verwurzelt und sein Stamm, die Zweige sind schön elastisch, deswegen kann er jedem Wind widerstehen oder mitmachen und gesund rauskommen. Gut, letzte Bewegung führt uns nach hinten. Wir kommen jetzt so in diese hintere Bewegung, Arme öffnen, klatschen, schließen. Und noch ein bisschen tiefer nach hinten. Öffnen, klatschen, schließen. Und wir richten uns wieder auf und beide warmen Hände zusammen vorne, vorne schön senken. So tief es angenehm ist hier vor die Brust. Nach außen noch einmal Brust strecken. Und ganz locker die Hände, die Schultern. Wieder diesen Ball vor der Brust halten. Wir gehen wieder mal über den Kopf. Und spüren die Aura, Hände sind zum Körper gewendet, angenehmes Senken und sich selbst wahrnehmen. Gut. Einmal Energie senken, Erde, Hände werden Himmel, Mensch in den Körper fluten lassen und senken. Okay. Und locker nachspüren. So, wer Bedürfnis hat, Beine zu vertreten, bitte schön. Folgt euren Ruf innerlich. Ja, gut gemacht. Bei uns sind noch ein paar schöne, interessante Übungen. Es wird immer lustiger. So, Krallen. Wir brauchen richtig schön Krallen. So, Fingerkuppen und Gelenke der Finger, die werden immer elastischer wieder. Okay. So, hier nehmen wir wieder mal zur Abwechslung. Wir stehen auf einem Bein, das andere steht Zehenspitzen ganz nah am Körper. So, und ich überkreuze jetzt, außen ist die Hand, die jetzt mit dem Gewicht verbunden ist. Okay, nach oben, leicht nach hinten beugen, öffnen und aufrecht stehen, sicher stehen. Okay, es zieht ein bisschen in den Armen, das ist richtig, ja. Nach innen, Entspannung und einmal schön Schiebetüren öffnen, strecken und gleich loslassen, Handgelenke locker, der Rest geht von selbst. Arme sind jetzt schön gestreckt. Wir folgen dieser Bewegung, kommen wieder her zurück. So, jetzt Gewicht auf ein Bein, wer kann. Und greifen, loslassen. Alle Finger, alle Gelenke durcharbeiten. Das erhält unsere Hände lange gesund und alle Meridiane werden jetzt aktiviert. Okay. Fuß wieder zurück, Gewicht gleichermaßen verteilt. Entspannendes Senken und Nachspüren. Achtet auf die Gefühle jetzt unten in den Fingern. Ja, toll, neue Durchblutung, ja? Okay, sehr gut. So, jetzt kommt die Schulterarbeit. Nach hinten, 3, 4 Mal. Heben, nach hinten, senken. Und zum Schluss stehen wir wieder ganz locker und entspannt und denken daran, wir machen jetzt den Spiegel, andere Richtung. Ich stehe jetzt auf dem Bein. Und stelle jetzt, nehme diesen Arm auch nach vorne. Heben. Sich leicht nach hinten beugen, teilen und in die Seithalte kommen. Nach innen Entspannung, Anlauf nehmen
und sanft, aber deutlich strecken. Alles locker, Arme sinken, Handgelenke locker, Schultern locker und entspannt. Ein schönes, kribbeliges Gefühl in den Händen. Noch einmal öffnen, das brauchen wir gleich. Gewicht auf ein Bein und wir arbeiten jetzt mit unseren Fingern. So, schön. Ich kann sogar noch Bein dabei drehen. Okay. Und wieder Gleichgewicht. Arme senken. Nachspüren. Hände sind warm, prickelnd und Schultern sind frei. Wir nutzen das als grünes Korridor wie beim Stau und kreisen jetzt. Umgehen alle unsere Problemchen und lösen sie auf in dieser schönen Bewegung. Klack, klack, klack macht der Nacken. Ja, schön, wunderbar. Gut. Und zum Schluss entspanntes Stehen nachspüren. Wir kommen jetzt zur nächsten Übung. Wir werden uns jetzt sehr viel im Bauch bewegen. Ja, und Brustbereich wird mit dem Bauchbereich richtig eine schöne, angenehme Reibung erleben. Das setzt auch Energie frei und versorgt die ganzen Organe in diesem Bereich. Füße stelle ich ein kleines bisschen breiter als die Schulter. Ich stehe jetzt wie ein großes A. Okay. Knie sind locker und entspannt. Beide Hände zeigen jetzt nach vorne, Daumen ganz nah beieinander. Ich komme ein kleines bisschen näher. Okay. Ich hebe jetzt einen Ellenbogen hoch. Und Finger zeigen zueinander. So eine Position. Okay. So, unterer Arm wird ein kleines bisschen jetzt schieben. Obere ist absolut locker. Lockert mal den oberen Arm. Okay, geht's los. Zur Seite, wo jetzt Ellenbogen oben ist, wo es frei ist. Schieben. Drehen. Wechsel. Jetzt ist andere Ellenbogen dran. Zurückkommen. Wechsel an der Seite. Schieben. Wechsel. Leicht zurück. Ich mache jetzt extra langsam. Schieben. Ich schaue zum oberen Ellenbogen. Wechsel. Leicht zurück mit beiden Armen. Noch einmal beim Wechsel. Unterer Arm schieben. Leicht zurück. Und jetzt in eigener Intensität. Unterer Arm schiebt ein bisschen. Obere fährt gratis mit, ist absolut locker, entspannt und beobachtet, wie schön die Schulter sich entspannt und nichts tut, nur diesen freien Raum zur Verfügung stellt. Zu einer Seite schieben, zurück, ganz leicht entspannt mit beiden Armen. Und ein letztes Mal, wenn wir zu einer Seite schieben, jetzt egal bei euch, welche kommt, senken wir beide Hände über den Boden, machen eine große Ehrenrunde, den Flugzeug beim Landen und kommen von der Seite und nehmen das Bein auch mit und spüren, wir haben sehr viel Bewegung oben erlebt und jetzt ist das alles in uns als Widerspiegelung. Ne? Wir spüren jetzt in der Ruhe innere Bewegung. Hände gleiten auseinander, Wuchi. Komplette Ruhe. Wir gehen aus der Spannung in die Entspannung und dann kommt komplett Entspannung. Zweites Teil, wir machen jetzt diese Übung, die wir als kleine Bär nennen, bei uns als Arbeitsbezeichnung. Steigt nicht über die Brust, bleibt immer schön am Bauch. Und auch hier hängt Handgelenk und die ganze Hand richtig schön locker. Als würde ich wirklich als kleine Bär aus dem Honigtöpfchen jetzt meine Pfote rausholen und da süßer, sämiger Honig fließt von meiner Pfote runter. Wie schön. Unsere Bauchenergie ist wie Honig. Das ist eine ganz tolle, kreative, schöpferische Kraft, lebenserhaltende, lebensspendende. Gut. Und wir kommen jetzt mit beiden Händen wieder zur Ruhe, Wuchi. Nachspüren. Merkt ihr diese innere Bewegung in Ruhe? Gut. Wir lockern uns, gehen auf der Stelle spazieren und tun jetzt genau dieselbe Übung mit Akzent in die andere Richtung. Ja? So, eigentlich nenne ich diese Übung Wolkenschieben. Wolkenschieben bedeutet für mich,
den Atem, die auszuatmende Luft wegschieben, ja? Und einatmen ist sehr, sehr, sehr einfach und frei. Und dann wieder ein bisschen so aufräumen, ausräumen. Ist auch gut, ne, Gala? So, machen wir mal das. So, Hände nochmal nah bei der Brust, Daumen sind ganz nah beieinander. Welche Ellenbogen war noch nicht oben bei mir? Der Finger. Okay, geht's los. Ausatmen zur Seite. Lockeres Einatmen, ganz natürlich. Wie alten Schnee, wegschieben. Zur Seite. Wieder ein. Und wer schafft, schaut den Wechsel immer zum oberen Ellenbogen. Das entspannt den Hals, die Augen. Na, spürt ihr, wie schön Brustkorb und Bauch aneinander sich reiben? Da entsteht jetzt eine Menge Zusammenarbeit. Ja, noch zwei Bewegungen zu einer Seite, zur anderen. Und egal, welche Seite bei euch jetzt kommt, lasst die Arme über den Boden seitlich schweben. Eine große Runde. Und wir kommen jetzt von einer Seite wieder zum Körper. Ich nehme das Bein auch mit dazu und stehe jetzt zur Entspannung einfach und revidiere. Was spüre ich jetzt im Körper? Hat es ein Echo im Körper gegeben? Ja, natürlich. Genau das wollen wir auch. So, und gleich ein bisschen auseinandergleiten und in diese Position kommen. Na, die sichert das Ganze, die schützt und lässt die Energie im Körper weiterarbeiten, während wir locker stehen. Ich stehe jetzt in einem Energieei. Gut. Na, jetzt kommt wieder der kleine Bär aus der Mitte, rausziehen, die Hand zum Körper wenden, senken. Na, den Hebepunkt zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger zum Körper. Und Lagerung seitlich zur Erde. Und hier ist eine andere Bewegungsrichtung, aber es geht um diese Energie im Bauch. Stellt mal vor, wie viele Leute in Depression praktisch auf der Energie sitzen. Die machen gar nicht, die sitzen immer. Und nur essen und Fernseher gucken, ja, oder grübeln. Bitte schön, hier kann man diese Energie ein bisschen umschichten. Das ist eine einfache Erklärung, aber ihr habt schon verstanden, was ich meine. Und die Energie fließt ja nicht weg, die wird immer wieder uns selbst wieder zugewendet, wenn die Hand seitlich sinkt. Alles kommt wieder zum Körper. Gut. Und wir kommen jetzt zur Ruhe. Lasst mal die Arme wieder sinken, Wuchi, und nachspüren. Ich spüre, was zu spüren gibt. Ich höre, was zu hören gibt, vielleicht Außengeräusche, vielleicht Geräusche meiner Atmung, mein Herzschlag, das Pulsen des Blutes in mir und etwas pulst in mir auch noch. Das ist das Glück, weil wir so schön heute üben. Das bleibt nicht ohne Einwirkung, ganz große Einwirkung, sogar für die Nachbarn, für die ganze Verwandtschaft und für alle, die uns heute begegnen. Wir gehen auf der Stelle spazieren, lockern uns. Und bitte seid nicht so chinesisch, seid ihr selbst bitte, ja? Ich habe es erlaubt. Das Beste, was wir tun können, wir selbst zu sein. Uns anzunehmen, zu erkennen, anzuerkennen, wie wir sind. Gut, mit allem drum und dran. Gut, letzte schöne Übung. Mabu-Stand. Okay, Knie sind locker, Füße sind parallel. Gucken wir mal, sieht man das? Jawohl. So, und wir üben vorweg erstmal Ferse spitze, diesen noch breiteren Stand. Gucken, ob wir heute so in die Grätsche kommen. Okay. Und wieder Beine schließen, genauso Ferse spitze. Okay, wir bleiben in diesem ganz offenen A stehen. Gut, und nehmen jetzt eine Hand nach vorne. Merkt, welche Hand vorne ist. Dann kommt die Gegenseite, die Übung. Bei mir ist die rechte jetzt. Wir heben jetzt beide Arme nach oben. Der Körper ist schon gewohnt, sowas zu machen. Wir haben heute schön gestreckt. Teilen, nur die Arme sinken, Kopf bleibt oben. Hände bilden zwei Schalen und heben Energie vor Milz und Leber. Ellenbogen zurück. Wir beugen uns gleich nach vorne und strecken uns und legen den Kopf dazwischen.
Schön strecken, sehr gut. Kopf bleibt so. Zwei Hände voll Energie zum Bauch ziehen, Fingerspitze nach hinten, Arme nach hinten ausstrecken. Arme auseinander, links, rechts führen, Arme sinken lassen zum Fußboden, rechte Hand ist vorne. Wir hängen jetzt so ab und stellen Füße, Fersenspitze breiter. Knie gebeugt, wir sitzen auf dem Hocker. Beide Hände überkreuzte Handgelenke nach oben führen. Kopf und Handgelenke überkreuzt oben. Teilen. Sinken zum Boden. Überkreuzte Handgelenke. Und wie aus dem Meer, aus dem Schaum, steigen wir mit dem Kopf und Armen nach oben. Öffnen einen Regenbogen, gehen wieder runter. Ein drittes Mal nochmal hochkommen. Teilen. Und wir sinken und bleiben unten. Überschränkte Handgelenke. Jetzt sind die Füße dran, die sind ganz nah da. Fersenspitze schließen. Letztes Mal hochkommen. Arme über den Kopf. Teilen. Nur die Arme sinken jetzt. Entspannte Arme unten. Wir bilden zwei Schalen, heben frische Energie, Milz und Leber zum Bauch hin. Und überkreuzen jetzt die Handgelenke. Rechtes Handgelenk über linkes Handgelenk. Wenden. Jetzt sind andere Berührungspunkte an den Armen. Auseinanderziehen. Und jetzt machen wir ein Kunststück. Das Bein schließen und beide Hände drücken. Eine letzte Welle nach unten. Arme entspannen. Stand wieder öffnen. Und Erde, Himmel, Mensch. In den Körper fließen lassen. Hände zeigen zur Erde. Gut. Sehr schön. So, und wir kommen jetzt noch einmal in dieselbe Übung. So, erstmal Mittelbreite, Mabu-Stand, okay. Bei mir war rechte davor, jetzt mache ich linkes Handgelenk davor. Nicht die Hände überkreuzen, sondern Handgelenke. Knie sind locker, okay, Kopf ist ganz gerade nach oben. Wir steigen ganz locker nach oben mit deinen Armen und öffnen ganz locker diesen Kreis. Okay, Arme sinken, bilden zwei Schalen. Wir heben sie vor den Bauch, Ellenbogen zurück, nach vorne, sich beugen, Arme vorstrecken und wir bekommen vom Himmel frische Energie in die Hände. Wir ziehen zwei Hände voll zum Bauch, Fingerspitzen seitlich in die Taille, Fingerspitzen nach hinten, Arme ausstrecken, Arme links, rechts auseinanderführen und sanft sinken lassen. Ich überkreuze Handgelenke, linker ist vorne. Füße breite stellen, Ferse spitze. Und nochmal dreimal heben. Arme und Kopf sind oben, Gesäß unten. Teile. Noch einmal. Überkreuzte Handgelenke nach vorne, nach oben. Teilen. Runterkommen. Ein letztes Mal. Überkreuzte Handgelenke nach oben. Heben. Teilen. Wir sinken jetzt und bleiben unten, überkreuzte Handgelenke. Füße wieder zusammenkriegen, Ferse spitze. Gut, ein letztes Mal hochkommen, überkreuzte Arme zum Himmel, teilen und wir senken nur die Arme, Kopf bleibt oben, zwei Hände heben energievoll vor den Bauch und bei mir kommt linkes Handgelenk jetzt nach oben. Handteller zeigen nach oben, wir sammeln immer noch Energie. Hände nach unten wenden, Erdenergie, auseinanderstreichen und ich schließe jetzt meinen Stand und stehe locker und entspannt und spüre nach. Was für eine fantastische Frische jetzt im Bereich von den Beinen innen bis hierher. Gut, wieder ein kleines bisschen den Stand öffnen und jetzt kommt die beste Übung, die ist sehr einfach. Hände zeigen zum Bauch, ohne zu berühren. Und wir kreisen jetzt nur mit den Hüften, mit dem Rücken, Becken bewegen. Und lassen das schön vermischen, was wir heute alles so angestoßen haben, in uns freigesetzt haben. Gut, und freuen uns um diese Freiheit von der Reibung oder befreitere Bewegung oder was möglich ist, ist auch okay. Gut, andersrum kreisen. Einfach den Bauch bewegen, Hüften bewegen. Ihr werdet bei, wahrscheinlich habt auch schon bei euren Klienten oder Freunden gesehen, die können gar nicht die Bewegung machen. Das kann nicht jeder. Merkwürdig, dass auch klingt.
Gut, wir kommen jetzt zum ruhigen Abschluss. Arme sinken. Und wir umarmen jetzt das Leben wie den besten Freund. Und das beste Stück Energie noch einmal schön zum Bauch bringen. Hände auflegen, eine Hand berührt die andere. Wir spüren jetzt die Qualität der Berührung. Kommen jetzt zur Ruhe. Sind voller Dankbarkeit an uns selbst, an diejenigen, die heute mitgeübt haben und auch an die Menschen, die uns diese Übungen weitergegeben haben. Und wenn wir rund und stimmig das Ganze abgeschlossen haben, können wir uns lockern, durchatmen und ganz spontane Bewegungen machen, die uns jetzt richtig gut tun und unseren Körper wieder ganz lebendig nach unserer Art wieder machen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. So, und wer keine Zeit hat, jetzt und schon auf der Liste was hat, dann tschüss.